Hi, mein Name ist Carlos Iniges. Ich bin Mitglied im Finanzenteam und primär betreuen wir die Sponsoren für das Symposium. Warum ich im Team bin in Münster, ist es so, hier gibt es unterschiedliche Studenteninitiativen und das Symposium war für mich absolut die passende, denn wenn man sich die Mitglieder anguckt, als auch die Teilnehmer, dann ist zumindest mein subjektiver Eindruck, dass sie etwas mehr über den Tellerrand hinausschauen wollen. Nicht nur das reine betriebswirtschaftliche theoretische Studium, sondern halt fragen und das Ganze auch etwas kritisch würdigen. Also jetzt beispielsweise letztes Jahr, wie wir Leidenschaft hatten, und in diesem Jahr die Grenzerforschung und gucken, wo persönliche Grenzen sind, berufliche Grenzen. Und ich finde, das charakterisiert, wie gesagt, die Teilnehmer als auch die Mitglieder. Symposium vielseitig, abwechslungsreich, wobei das in die Richtung geht, und ideenreich. Was willst du den Teilnehmern, die heute hierher gekommen sind, mitgeben? Mitgeben in Bezug vielleicht auf das Motto bzw. auf Grenzen, das Thema, das wir des heutigen Tages haben, dass persönlich vielleicht mehr hinterfragt wird, dass kritisch vielleicht überlegt wird, ob der reine Lebenslauf in der Struktur oder vielleicht die Regelstudienzeit immer die richtige Lösung ist. Das ist nicht, muss nicht immer der Fall sein, kann manchmal der Fall sein. Und dass es unterschiedliche Wege gibt, die dann letztendlich zum Ziel führen werden. Und das ist fast immer der Fall. Also da sollte man in der Sicht recht positiv und optimistisch sein. Schön, danke. Stichwort Kapazität. Dazu möchte ich noch kurz sagen, es ist nicht nur so, dass wir von unseren Teilnehmern jetzt das Maximum fast erreicht haben, über 600, die meisten, die wir oder so viele Teilnehmer, wie wir bisher noch nicht hatten, aber auch die Unternehmen. Man merkt, die sind sehr affin, das Symposium wird bekannt über die Grenzen hinaus und deshalb werden wir in Zukunft etwas selektiv vorgehen und uns die Unternehmen aussuchen können, weil die Anfrage sehr groß ist.